Jentelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo, Michel. Hallo, Thies. Mein Gast heute, also Michel Walter. Eine ganz spannende Person. Ich werde mit ihm noch über die Türkei reden und über Osteuropa und ganz spezielle Erlebnisse. Michel und ich, wir kennen uns schon seit um die 30 Jahren, denn ich war damals Gottesdienstbesucher, als er ausgesandt wurde in Kiel in einer landeskirchlichen Gemeinde zu seinem Dienst in Hamburg unter Türken. Und dann ging es ja weiter für dich in der Türkei als Missionar. Wie lange warst du da und was hast du damals in der Türkei gemacht? Also ich war von 93 bis 2005 in der Türkei und ganz von Anfang an war unser Auftrag sehr klar gestellt. Wir sollten in einer Stadt namens Bursa eine Gemeinde gründen. Es gab in der Stadt noch keine Gemeinde. Das war etwa, hatte damals ungefähr eine Million Einwohner und es gab unter einer Million Einwohnern nicht eine einzige Hausgemeinde, Gemeinde, irgendwie kein Zusammenkommen von Christen. Es gab ein paar versprengte Christen und meine Aufgabe war, die zu sammeln und mit denen zusammen Gemeinde zu bauen. Dazu muss man wissen, die Türkei ist ja mehrheitlich islamisch und damals gab es auch, glaube ich, noch mehr als heute viele Atheisten. So von damals her bis heute, du bist ja jetzt nicht mehr in der Türkei, aber du hast ja mit Sicherheit ein ganz besonders aufmerksames Auge auf das, was da passiert. Wie hat sich die Türkei verändert seitdem? Also nachdem wir weggegangen sind, oder ja doch, nachdem wir weggegangen sind, hat sie sich zunächst mal noch eine ganze Zeit lang sehr modernisiert. Wir waren ganz überrascht, als wir dann in den folgenden Jahren kamen und wie viel sich da verändert hat, wie Straßen gebaut wurden. Und dann in den letzten, schätzungsweise 5 Jahren oder 5 bis 10 Jahren, hat sich dann das aber dann doch wieder sehr stark verändert, dass es sehr religiös wurde, dass der Druck auf Menschen, die mehr eine säkulare Einstellung haben, in der Türkei sehr stark wurde. Unsere Gemeinde in Bursa, glücklicherweise, die haben einen türkischen Pastor. Also meine Nachfolger, die haben jetzt keine großen Repressalien, aber es gibt etliche, gerade in den letzten Jahren, viele von meinen Bekannten wurden ausgewiesen aus der Türkei, weil sie eben öffentlich für Jesus eintreten und das Evangelium dort weitererzählen, obwohl es laut türkischer Verfassung erlaubt ist. Okay, also da ist schon noch mal ein starker Wind Richtung Islamisierung und kontra Weltoffenheit und damit auch Offenheit für das Christentum gekommen. Aber du hast gesagt, dein Nachfolger ist ein türkischer Pastor geworden. Du hast damals tatsächlich offensichtlich geschafft, Gemeinde zu gründen oder so ein Start-up, wie man das heute nennt, auf den Weg zu bringen. Was hast du da erlebt und gibt es vielleicht ein besonders prägnantes Erlebnis aus der Zeit? Ja, also ich war ja nicht alleine. Zunächst war ich ja mit meiner Familie da. Wir hatten auch ein Team. Wir waren zusammen ein OM-Team. Ich wurde eben gebeten, die Leitung von diesem Team und von diesem Gemeindegründungsprojekt zu übernehmen, weil wir hier in Hamburg schon in einem türkischen Gemeindegründungsprojekt mitgearbeitet haben, damals in Altona Ottensen. Und dass deswegen ich ein bisschen Erfahrung mitgebracht habe. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben Menschen gesammelt, die sich auf die Annonce eines sogenannten Bibelkorrespondenzkurses gemeldet haben, haben mit denen dann persönlich Kontakt aufgenommen und so kam ich auch an den Ismail, der jetzt heute der Pastor ist der Gemeinde. Das war damals ein Mensch, der sich eigentlich schon vom Islam abgewendet hat. Er hatte große Probleme auch immer in der Zeit mit Alkohol und war politisch sehr links orientiert, hat sich selbst als Atheist bezeichnet, aber
Atheisten in der Türkei sind oft Leute, die den Islam abgelehnt haben, Ja. aber nicht unbedingt Gott abgelehnt haben. Und als er dann eben erfuhr, von dem Gottesbild, wie wir es aus der Bibel kennen, da war für ihn völlig klar, ja, an so einen Gott kann ich glauben. Das ist ein Gott, der steht zu seinem Wort, der ist nicht so willkürlich wie Allah, der ist Liebe, der hat Interesse an mir, der ist nicht nur daran interessiert, dass seine Gesetze befolgt werden. Und so kam er zum Glauben. Das war außerhalb von Bursa. Ich musste da jede Woche dann 120 Kilometer fahren, um ihn zu besuchen, um mit ihm da in der Bibel da zu lesen und so. Naja, und dann kam er ein paar Jahre später nach Bursa. Und da habe ich dann intensiver noch mit ihm gearbeitet und ihm praktisch auch eine Art theologisches Studium sozusagen im Mentoren-Modus dann weitervermittelt. Er hat dann später übrigens beim Bucer-Seminar studiert und hat mittlerweile ich glaube, jetzt hat er schon seinen Master. Also Bachelor hat er auf jeden Fall schon, aber ich glaube, er hat auch schon seinen Master fertig. Naja, aber was ich eigentlich für mich eine schillernde Person aus dieser Zeit ist eine Frau, die na namens Seher, das heißt Morgenröte übersetzt, und die war Müllsammlerin. Also das, was wir in Deutschland als Mülltrennung kennen, machen dort eben Leute, indem sie von Müllberg zu Müllberg, es gibt keine Mülltonnen, also von Müllberg zu Müllberg gehen, sich da durchwühlen durch diese schmuddeligen Plastiktüten. Und dann hat sie in einer dieser Plastiktüte ein neues Testament gefunden. Und hat sich dann erinnert, dass sie 3 Wochen davor einen Traum hatte, wo ihr ein Prophet namens Jesus erschienen ist im Traum, ein Prophet, den sie auch aus dem Islam kennt. Und ihr 2 Bücher in der Hand gehalten hat, so also die Hände so hin, und ihr dann zu ihr gesagt hat, nimm das. Ne? Und in dieser Hand, in der ihr gereicht hat, war eben ein rotes Buch mit einer goldenen Schrift drauf, und da stand Injil drauf. Das ist das türkische Wort für Neues Testament. Und da hat sie das tatsächlich, genau ein rotes Buch mit goldener Schrift im Müll gefunden. Ist dann also und hat auf der ersten Seite die Adresse gefunden, ist dann jeden Tag zu dieser Adresse hin. Das war die Adresse unserer Gemeinde. Dies war eine ganz einfache Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, bis sie schließlich jemanden gefunden hat und hat dann postwendend ihr Leben Jesus gegeben und wurde eine der feurigen Evangelistinnen in Bursa dann. Mittlerweile ist sie schon bei Jesus. Okay. Das heißt, sie ist verstorben und wir dürfen uns darauf freuen, sie im Himmel wiederzutreffen. Genau. So eine Geschichte von jemandem, der eine Vision hat und deswegen zum Glauben kommt, vornehmlich jemand aus dem Islam. Damals, wo diese Geschichte sich zugetragen hat, da war das für mich jedenfalls noch was total Ungewöhnliches und auch immer entweder ein Riesen Ausnahmeding oder vielleicht auch erfunden oder so der Gedanke dabei. Ich finde das unglaublich faszinierend, dass heutzutage, wenn man Leuten aus dem Iran und Afghanistan zuhört, hier in Deutschland, die Christen werden wollen, dass die oft sehr ziemlich genau diese Geschichte auch erzählen oder in anderen Varianten, dass ihnen Jesus erschienen ist und ihnen gesagt hat, dass sie Christ werden sollen. Und dass das offensichtlich eine ganz besonders liebevolle Art Gottes ist, um Moslems, die sonst kaum Chancen haben, das Evangelium zu hören, trotzdem zu begegnen in Träumen und Visionen. Ja. Frage jetzt. Du hast ja damals 12 Jahre in der Türkei gelebt, mit deiner Frau. Eure Kinder habt ihr auch da bekommen oder später in Deutschland? Nee, die haben wir hier in Deutschland bekommen, bevor wir in die Türkei gingen. Okay. Unser Ältester war 3,5 und die Mareike, unsere Tochter, die war 2. Und wir haben die praktisch als Kleinkinder mitgenommen in die Türkei. Und Besonderes Abenteuer. als Teenager wieder mit zurück. Und das war dann auch echt, für sie war ja Deutschland nicht das Heimatland wie für Ja. uns. Für sie war Deutschland ein fremdes Land. Und das war gar nicht so einfach für die beiden.
Ich habe mal eine kulinarische Frage dazu. Du hast ja 12 Jahre in der Türkei gelebt und sicherlich auch ganz viel Überblick über die türkische Küche bekommen. Wenn du heutzutage in so einen Döner-Imbiss gehst, welche Variation bestellst du dir dann? In Deutschland oder in der Türkei? In Deutschland. In Deutschland. Okay, ich bestelle mir immer ein Dürüm-Döner mit Tavuk. Das heißt Hühnchenfleisch. Also das ist immer ganz lustig. Unser Dönerladen hier um die Ecke, der weiß und der fragt und auf Türk, der redet mit mir immer Türkisch und fragt mich, was ich will. Und er sagt dann, willst du Et oder Tavuk? Et heißt Fleisch und Tavuk heißt Hühnchen. Also willst du Fleisch oder willst du Hühnchen? Also Ich es ist nehme gerne Hühnchen. Gesichtweise, der ich mich durchaus, mit der ich mich durchaus identifizieren kann. Genau. Und was ist das Dürüm ist ja so ein Teig, ne? Genau, Also so das eine ist so ein Brotrolle Fladen, wo das quasi. aufgerollt wird. Und nimmst du Tzatziki dazu oder nur scharfe Soße oder wie sind da deine Vorlieben? Ich nehme scharfe Soße mit Tzatziki auch und dann aber nicht die Tomaten-Gurken-Variante, sondern nur Salat und Kohl und viel Zwiebeln. Okay. Wow, da läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen. Du hast eben schon mal gesagt, du bist mit OM in die Türkei gegangen. OM, das ist ausgeschrieben Operation Mobilisation und eine Missionsgesellschaft, die ja weltweit aktiv ist und die insbesondere auch als ihren Auftrag sieht, junge Leute zu mobilisieren, die Nachricht von Jesus Christus bekannt zu machen. Und dann bist du mit OM wieder nach Deutschland gegangen oder ihr als Familie und hattet einen Auftrag in Wilhelmsburg. Was solltet ihr da tun? Wie war euer Auftrag? Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Das fing eigentlich an damit, dass wir im Rahmen von Gemeinsam für Hamburg ein Heft zusammen mit OM ins Leben gerufen haben, 30 Tage Gebet für Hamburg. Und das habe ich eben das erste Heft oder die ersten beiden Hefte, die habe ich sehr stark mitgearbeitet. Und da ging es eben darum, auch unter anderem um unerreichte Stadtteile in Hamburg. Und dann fingen wir damals an als Team von OM, wir waren drei Familien, in drei von diesen unerreichten Stadtteilen Gebetsspaziergänge zu machen, einmal in der Woche. Und Gott zu fragen, ob er uns dort haben will. Und eins unserer Kriterien war, dass wir gesagt haben, wenn wir etwas anfangen, dann nur mit einer Partnergemeinde, die eine Vision für diesen Stadtteil hat. Weil OM gründet nicht Gemeinde, wenn es schon in der Stadt Gemeinde gibt. Deswegen die Partnerschaft. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, Michael, was ein Gebetsspaziergang ist für Leute, die Ja. das noch nie gehört haben? Genau, also es ist im Prinzip genauso, wie wenn man zusammen in einer Gruppe in der Kirche oder im Hauskreis zusammen betet, nur dass man dass man eben auf die Straße geht in kleinen Grüppchen, Zweier- und Dreiergruppen und man macht die Augen nicht zu beim Beten, man geht mit offenen Augen durch die Stadt und nimmt gleichzeitig auch dadurch, dass man die Augen offen hat, ein bisschen auch die Impulse war, die diese Stadt mir gibt. Ne, das kann ein Graffiti sein, das kann ein Plakat an der Litfaßsäule sein oder an der Plakatwand. Das kann irgendwie ein Hinweis sein. Einfach etwas, was mir ins Auge springt und das verwandle ich sofort in ein Gebet und frage Gott, was er darüber denkt oder dass ich für diesen Menschen, der vielleicht dieses hasserfüllte Graffiti an die Wand gesprüht hat, bete ich für diesen Menschen, dass Gott ihn segnet und ihm nachgeht. Und ja, das ist so das, was ein Gebetsspaziergang. Und ja, und gleichzeitig ist es auch noch ein Hören auf Gott. Während man geht, versucht man nicht nur zu Gott zu reden, sondern gleichzeitig auch die Antenne auszufahren, Eindrücke zu bekommen, wo Gott einem vielleicht etwa auch einen Gedanken aufs Herz legt, was er über diese Stadt oder über diesen Stadtteil denkt. Ich bin ja auch in einem Stadtteil von Hamburg tätig, hier in Jentfeld. Und ich sage manchmal Leuten, wenn sie die Gemeinde besuchen oder so, und die wollen einfach ein Feeling für den Stadtteil bekommen,
Geh mal so betend durchs Einkaufszentrum und guck den Leuten ins Gesicht. Und dann, wenn man das tut, dann sieht man schon ganz viel von der Atmosphäre hier im Stadtteil und auch was Leute bewegt und auch von manchen, sagen wir mal, Gebundenheiten und Unerlöstheiten, die man dann einfach wahrnimmt. Ja, okay, ihr seid also dann durch drei Stadtteile gegangen, Genau. betend. Genau, das war damals der Ostdorfer Born und dann das Flüsseviertel in Lurup und eben auch Wilhelmsburg. Und wir haben eben in allen drei Stadtteilen eben auch geguckt, welche Gemeinden sind da oder welche Gemeinden sind da schon irgendwo aktiv, und haben in allen drei Stadtteilen Gemeinden gefunden, aber nur in Wilhelmsburg eigentlich eine Gemeinde, die wirklich auch hier ein Anliegen hatte, dass in diesem Stadtteil Gottes Wort verkündet wird und dass sich dort Menschen sammeln. Also es war nicht nur so einer unter Nebenstadtteilen oder eben auch nicht nur soziales Engagement, sondern wirklich ein Engagement, mit dem wir uns eben auch sehr gut identifizieren konnten. Und das waren die Jesus Friends in Eimsbüttel, mit dem Pastor Reinhard Brunner kamen wir eben in Kontakt. Und so kam es dann zu einer Partnerschaft von OM und den Jesus Friends, dass wir gesagt haben, wir als OM-Team, wir ziehen nach Wilhelmsburg, und dann einige Leute von den Jesus Friends ziehen auch nach Wilhelmsburg und wir fangen dort an mit Gemeinde, zu leben. Und das war dann ganz spannend, weil Wilhelmsburg ist ein Stadtteil, in dem eben einfach nicht sehr viel. Da gibt es zwar eine Kirche, aber es gibt nicht sehr viel, sodass das Evangelium auf der Straße irgendwie auch gehört wird. Und wir haben gesagt, und es gibt so viele Menschen in Wilhelmsburg, Muslime, Atheisten, alle möglichen religiösen Orientierungen, die nie in eine Kirche gehen. Und das sind die Leute, die wir erreichen wollen. Ja. So kamen wir nach Wilhelmsburg, haben dann angefangen in einem Kulturzentrum in der Honigfabrik mit ein bisschen ja, anderen Gottesdiensten. Wir haben uns einfach gesagt, also Leute, die nicht in die Kirche gehen, die wollen auch nicht angepredigt werden. Die wollen mehr Gemeinschaft haben, die wollen also auch mal ihre Kritik äußern können. Und so haben wir ein sogenanntes Frühstück für Leib und Seele dann erfunden. Wir haben dort also gefrühstückt, richtig, so im wunderbaren Mitbringbuffet. Das war echt immer ganz toll. Und danach gab es dann eben ein paar Lieder und dann einen sogenannten Bibelimpuls, der aber immer wieder unterbrochen wurde von Fragen, sodass Leute, eben Gäste, die dann kamen, auch an den Tischen dann, wir saßen ja an Tischen, die Leute hatten immer noch ihr Brötchen in der Hand oder ihre Kaffeetasse. Und dann wurde an den Tischen eben ausgetauscht und eben auch kritische Fragen gestellt, warum das denn so ist. Und ich habe öfters, wenn ich dann in der Woche drauf jemanden getroffen habe, einen der Gäste, und gefragt habe, und weißt du noch was vom Sonntag? Es waren nie die Sachen, die ich gepredigt habe, die waren zweitrangig, die waren völlig unwichtig. Das, was an den Tischen geredet wurde, das ist im Kopf geblieben. Ja, irgendwie frustrierend, aber natürlich eine tolle Sache, das auch ernst zu nehmen, damit zu arbeiten und Leuten so einen ganzheitlichen eine Möglichkeit zu geben, sich zu auszudrücken und gehört zu werden. Ja. Klasse. Und in dieser Wilhelmsburger Zeit gibt es da auch irgendein besonderes Erlebnis, das du nie vergessen wirst? Oh ja. Ja. Also das war vor 5 Jahren, als die große Flüchtlingswelle hier zu uns kam und wir in Wilhelmsburg innerhalb von wenigen Monaten von 50.000 Einwohnern auf 55.000 Einwohnern angewachsen sind. Da waren Friederike, meine Frau und ich, in einer politischen Veranstaltung, wo es eben um die Problematik Flüchtlinge damals ging. Damals hieß es noch Flüchtlinge und noch nicht Geflüchtete. Und dann wurden wir dort gebeten von den Organisatoren, die ganz spontan auf uns zukamen, könnt ihr hier für eine Gruppe von Syrern und Afghanen übersetzen? Die sind da und wir haben nicht dran gedacht, dass ja die Flüchtlinge selber auch dazu kommen.
Gut, haben wir gesagt, welche Sprache soll das denn sein? Wir können nur Türkisch und Englisch. Ja, Englisch. Okay, dann hab ich eben für zwei Afghanen übersetzt und habe mich natürlich vorgestellt. Und so, als die hörten, ich bin Pastor, kam sofort: Du bist Pastor? Wir müssen unbedingt mit dir reden. Und dann, ja klar, können wir uns treffen. Ja, morgen, sage ich, nee, morgen fliege ich in die Türkei. Und ich war dann 3 Wochen in der Türkei, habe ihnen das Datum gesagt, wann ich zurückkomme. Ich stehe in Fuhlsbüttel am Flughafen, warte auf meinen Koffer am Band, als mein Telefon klingelt. Wann können wir uns treffen? Und wir haben uns dann gleich am nächsten Tag getroffen. Sie haben eben gesagt, Sie waren schon in Afghanistan am christlichen Glauben interessiert, wurden aber von den Taliban sind aufgeflogen. Ihr Cousin wurde dann auch von den Taliban dort ermordet und sie sind geflohen und so nach Deutschland gekommen und wollen aber gerne mehr hören, weil das, was sie halt in Afghanistan hörten, war nur das, was sie so im Internet ein bisschen recherchieren konnten. Und dann habe ich sie eben eingeladen am nächsten Tag dann zu mir nach Hause. Friederike hat ein tolles Essen gemacht. Danach haben wir einen Jesusfilm zusammen geguckt und danach haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Haben dann auf Paschtu gebetet und dann, ich kann kein Paschtu. Als ich dann auf Deutsch, ja, nee, ich habe auf Englisch gebetet. Und als ich dann Amen sagte, dann habe ich sie gefragt, und ich weiß jetzt nicht, was ihr gebetet habt. Wollt ihr das jetzt irgendwie nochmal mir ein bisschen erklären? Und dann sagte der Jüngere von den beiden, sagte dann, ich habe es jetzt endlich kapiert, was es mit dem Sohn Gottes auf sich hat. Ich frage, was denn? Und er sagte, ich bin jetzt auch ein Sohn Gottes, weil ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und so verstehe ich das mit dem Sohn Gottes. Das sage ich, ja, wunderbar. Ne, genau. Und die beiden sind dann zu uns in die Gemeinde gekommen, haben dann auch Deutsch gelernt. Der zwei Brüder kamen dann später noch nach, weil die Familie zu in Afghanistan unter Druck kam von den Taliban und die mussten auch fliehen und sind dann auch zum Glauben gekommen, aber dann nach Essen verlegt worden. Und dann ist der eine von den beiden eben auch nach Essen verlegt worden und der andere ist mittlerweile hier bei uns in der Gemeinde verlobt. Großartig. Ja. Sag mal, ein frommes Wort. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Das spielt ja in dem, was du eben erzählt hast, eine ganz zentrale Rolle. Kannst du noch mal in ein paar Sätzen erklären, was das genau bedeutet? Unter Umständen guckt uns ja einer zu, der gerade überlegt, Mensch, das will ich eigentlich auch mal erleben. Wie macht man das? Ja, ich habe den beiden das so erklärt, also ganz am Anfang. Habe zu ihnen gesagt, wollt ihr Christ werden, eben auf dem Papier, damit ihr hier in Deutschland bleiben könnt und euer Asylantrag irgendwie mehr Aussicht auf Erfolg hat? Oder wollt ihr Christ werden, wirklich aus einer inneren Herzensüberzeugung? Und habe gesagt, wenn ihr nur Christ werden wollt, dann ist das ganz einfach gemacht. Wir gehen an die Elbe, ich taufe euch und dann kriegt ihr ein Papier und dann könnt ihr damit mit diesem Taufschein dann zur Behörde gehen. Aber das würde ich nicht machen wollen. Wenn ihr aber aus Überzeugung Christ werden wollt, dann müsst ihr erstmal hören und begreifen, was die Lehre von Jesus ist. Ihr müsst lernen, wie Jesus gelebt hat und ihr müsst eben lernen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist und was er in unserem Leben für eine Stellung einnehmen will. Ja, das wollen wir. Na genau, dann haben wir ja diesen Jesus-Film angeguckt und da wird ja die Lehre von Jesus auch. Da wird ja darüber berichtet und das Leben von Jesus wird gezeigt. Und dann eben an diesem Abend hatten wir dann eben auch noch gesprochen darüber. Und jetzt, wenn ihr sozusagen euer Leben Jesus ge gegeben habt, bedeutet das auch, dass Jesus der Herr in eurem Leben ist. Das heißt, er hat das Sagen. Er darf euch sagen, was jetzt richtig und falsch ist. Und gleichzeitig aber auch ist er die Grundlage für euer Leben. Weil durch das, dass er am Kreuz für euch gestorben ist, habt ihr überhaupt das Fundament, dass ihr in Verbindung mit Gott sein könnt, weil das die Grundlage ist für unsere Vergebung, für all das, was wir an Mist gebaut haben im Leben.
Naja, und das, diese zwei Aspekte, die würde ich sagen, sind dann wirklich auch für jeden, ob Deutsch oder Afghane, relevant. Das eine ist, dass ich eben an Jesus glaube, dass er mein Erretter ist, dass er für mich gestorben ist, und das andere, dass ich ihn akzeptiere als der Herr in meinem Leben. Ja. Danke, dass du es nochmal erklärt hast. Und ich finde das gerade sehr faszinierend. Wir haben jetzt im Grunde zwei Geschichten gehört, wo Gott Moslems begegnet ist, und zwar auf ungewöhnliche Arten und Weisen. Diese Afghanen, die vorbereitet gewesen sind in ihrem islamisch-islamistischen Land. Und der Türke, von dem du vorhin erzählt hast, sogar mit Traum und so. Also offensichtlich liebt Gott die Moslems ganz besonders. Das finde ich großartig. Und offensichtlich ist im Moment eine Zeit, in der wirklich, das können wir auch tatsächlich beobachten, ganz viele Moslems Christen werden und Jesus lieb gewinnen. Und wirklich. Das erhebt doch das Herz, und man freut sich, dass Gott so ein liebevoller und so ein aktiver Gott ist. So, als wir das letzte Mal telefoniert haben, da hatte ich irgendwas gehört über dich, aber ich war mir nicht ganz sicher und fragte dich einfach mal, ob du jetzt Osteuropa-Direktor von OM geworden bist. Und ich weiß nicht mehr genau, was du geantwortet hast, aber wahrscheinlich sowas wie im Prinzip ja, aber eine Nummer kleiner. Was machst du jetzt? Ja, also ich bin nicht Direktor von OM Osteuropa. Den Titel gibt es tatsächlich, aber das ist jemand anderes. Nein, eigentlich ist das Gebiet, für das ich jetzt zuständig bin und wo ich die Leitung von den verschiedenen OM-Projekten übernommen habe, das ist ganz unklar, ob das überhaupt Europa ist. Das ist nämlich der Kaukasus. Und innerhalb vom Kaukasus gibt es ja viele verschiedene Länder. Da gibt es die verschiedenen Republiken auf der Nordseite des Kaukasus, die eigentlich zu Russland gehören, aber doch wieder autonom sind. Dann gibt es Georgien, was sich ganz klar europäisch bezeichnen würde. Dann gibt es Aserbaidschan, was sich eigentlich eher asiatisch bezeichnen würde. Dann gibt es dort auch noch, dann wirkt der Iran noch bis hier, bis rein in den südlichen Kaukasus. Dann gibt es Armenien, wo man eigentlich auch nicht wirklich weiß, ist es jetzt Europa oder ist es schon Asien? Ja, und von daher ist das ja gar nicht klar. Wir haben es für uns innerhalb von OM zu Westasien mal dazu genommen. Und in dieser Rolle bin ich jetzt oder habe ich jetzt seit 1,5 Jahren die Leitung von der OM-Arbeit in diesen Ländern im Kaukasus. Und was heißt das konkret? Bist du da öfter oder machst du das im Homeoffice aus Hamburg? Und was sind speziell deine Aufgaben? Ja, jetzt Corona-bedingt ist es tatsächlich so, dass ich ja nicht hinreisen kann. Im Moment kann man für die Länder kein Visum beantragen, weil dort die Inzidenzzahlen sehr hoch sind. Ich war, bevor der Corona ausgebrochen war, war ich dann öfters dort, musste erst mal auch dort die Situation kennenlernen. Die habe dann viele Pastoren besucht, habe mit denen Kaffee getrunken, also Pastoren von Gemeinden in Baku in Aserbaidschan, die eben ja, Pastoren von Gemeinden sind, die zum Großteil aus früheren Muslimen bestehen, also Muslime, die Christen geworden sind. Und habe die eben auch gefragt, was sie so für eine Perspektive und Vision für ihr Land haben. Habe dann auch angefangen, mein Team aufzubauen, was sehr zusammengeschrumpft war, weil die Arbeit von OM vorher 3 Jahre ohne Leitung war. Und da sind dann viele Mitarbeiter dann auch weggegangen, entweder in andere Länder oder eben auch wieder nach Hause. Das war so ein bisschen hauptsächlich vor Corona meine Aufgabe. Und jetzt seit Corona, ich war froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, noch da überhaupt hinzureisen. Sonst hätte ich jetzt die Arbeit, die ich von hier, von Hamburg aus mache, gar nicht machen können, weil ich kein Verständnis gehabt hätte dafür. Ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel, war ich mit unseren Mitarbeitern in Georgien zusammen. Der macht von Georgien aus eine großartige Arbeit in sozialen Medien, wo er
also wo sich Tausende von aserbaidschanischen Muslimen auf dieser Webseite tummeln, auf dieser Facebook-Seite, und dort kleine Filmschnipsel von Jesus-Filmen sich angucken, das Angebot wahrnehmen, dass man für sie betet. Und dann wird dann auch im Chat für sie gebetet, gleich live und so fort. Jetzt gerade vor 2 Tagen hat er berichtet, haben sie das erste Mal einen Livestream gemacht, und da waren Hunderte von Leute bei diesem Livestream zu Gast. Und sehr viele von denen, also jetzt nicht Hunderte, aber doch eine signifikante Zahl, er hat es mir gesagt, ich habe sie vergessen, von den Leuten haben tatsächlich dann im Chat um Gebet gebeten und wurde im Livestream dann für sie auch dann gebetet. Das sind alles Muslime, die ganz klar, also die eingeladen wurden, dass sie Gebet im Namen Jesus bekommen. Also da wurde nicht irgendwie dass man da irgendwie das verschleiert oder so. Das wurde ganz offen kommuniziert. Und es ist eben so, wie es auch in der Türkei ist, dass doch eine große Anzahl von Muslimen enttäuscht sind vom Islam und sich anderweitig orientieren oder mindestens interessieren. Und da dachten wir, für solche Leute ist es gut, ihnen ein Angebot zu geben. Und das geht auch ganz gut. Man wird zwar, wenn man dann in Aserbaidschan ist, auch von den behördlichen Behörden sehr genau beobachtet, aber bisher eigentlich ohne jetzt große Gefahr für Leib und Leben. Wie ist die Corona-Situation in Aserbaidschan? Ja, die Zahlen sind hoch, die Lockdowns sind da, aber wie das vielfach ist in solchen sehr beziehungsorientierten Ländern, da kann man zwar einen Lockdown ausrufen, aber die Leute halten sich doch nicht dran. Und das hilft nicht wirklich, um die Zahlen runterzukriegen. Aber offensichtlich ja doch, trägt es dazu bei, dass solche Online-Angebote, wie von dem Kollegen da in Aserbaidschan, umso mehr genutzt werden, Ja. weil das eben auch Beziehung ist und sogar vielleicht ein bisschen freier möglich ist, sich auch über Dinge zu informieren, die bisher nicht so in der Familientradition vorgekommen sind. Ja. Also wie man auch an vielen anderen Orten sieht, Gott zieht auch in der Corona-Zeit so seine Fäden im Hintergrund, Ja. ne? Ja, genau. Nee, wir sind jetzt auch gerade dabei, anzubieten, sogenannte Entdecker-Bibelstudiengruppen online. Wo dann eben auch Muslime, also das ist dann ohne, dass man das Gesicht auch sieht. Man ist dann eben nur dabei mit einem schwarzen Bildschirm. Und also das ist gerade für viele Muslime, die ja Angst haben davor, dass sie irgendwie dann wiedererkannt werden oder dass ihrer Familie das zugetragen wird, dass sich so und so und so oder Tochter so und so fürs Evangelium oder fürs Christsein interessiert. Nee, und deswegen versuchen wir da jetzt so, gerade für Leute, die so wirklich einen Hunger danach haben, Gottes Wort zu hören, auf ihre Weise, in ihrem Rahmen, wie es für sie machbar ist, dann ein Bibelstudium anzubieten. Das mit dieser Facebook-Seite deines Kollegen, war das schon die berührendste Geschichte, die du in dem Kontext erlebt hast, oder gibt es da noch was anderes? Nee, also da gibt es noch, also mich hat sehr, sehr berührt, was ein Mitarbeiter nach diesem Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan erzählt hat. Man muss dazu wissen, wenn Leute, die Aserbaidschaner sagen ja, das Gebiet gehört zu uns und die Armenier haben uns weggenommen. Und deswegen werden die Armenier als Feinde angesehen, aber jedermann weiß auch, sie sind die christliche Nation. Also haben die Aserbaidschaner natürlich schon allein jetzt nicht aus religiösen, sondern allein schon aus politischen Gründen eine große Voreingenommenheit gegen Christen, weil die Christen sind ja unsere Feinde. So, und nun ist da tatsächlich dann eben auch dieser Konflikt ausgebrochen, und ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, auf die Einzelnen, wer jetzt da recht hat oder nicht recht hat. Aber interessant war,
Also es sind einige armenische Artillerie dann auch auf Städte in Aserbaidschan, nicht im Karabach-Gebiet, sondern in Aserbaidschan geflogen und haben dort eben Tote und Verwundete und viel Schaden angerichtet. Und die Christen in Aserbaidschan, die hatten zugleich überlegt, wie können wir als Christen hier für Versöhnung eintreten. Und einer unserer Mitarbeiter, der hat sich eben seine Freunde zusammengesammelt, hat bei mir angerufen, hat gesagt: Michel, hast du irgendwie ein paar hundert Dollar, waren das nicht Euro, hast du ein paar hundert Dollar irgendwo liegen, die du von OM, die du freimachen kannst? Wir würden gerne die Opferfamilien von diesem Artilleriebeschuss besuchen. Und dann hat er später erzählt, dass sie dann hingefahren sind, da haben sie so Care-Pakete gemacht und haben aber gleich gesagt: Wir glauben an Jesus und wir wollen euch einfach zeigen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und nicht ein Gott des Hasses und des Krieges. Und deswegen, wenn ihr das wollt, können wir euch segnen und auch für euch beten. Und in einigen Häusern, klar, wurde das abgelehnt, die wollten nichts davon wissen. Aber in etlichen Häusern waren die Leute so berührt davon, weil das hat total ihr ganzes Bild von Christen total verändert. Christen sind ja eigentlich unsere Feinde. Jetzt kommen die in unser Haus, bringen uns was zu essen, helfen uns materiell und bieten uns dann auch noch Liebe und Trost und eben den Friedensgruß an. Das hat mich, diese Reaktion von den aserbaidschanischen Christen, die hat mich doch sehr bewegt, weil die auch so sofort spontan, das war innerhalb von ein, zwei Tagen, war das: Wir müssen was machen. Ne? Und die sind wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit, die Christen dort. Und ich finde das sehr mutig und einfach auch wirklich eine vom Geist Jesu geprägte Reaktion. Das hat mich bewegt. Ja, mich berührt das auch sehr. Ich finde, das ist ja was ganz Besonderes, dass das Evangelium eben nicht nur dann dazu dient, dass Leute ihr Seelenheil bekommen, sondern dass sie auch zu veränderten Menschen macht, die dann auch anders sozial und man kann hier ja fast sagen auch politisch handeln und einfach plötzlich mit sehr viel mehr Liebe agieren und dass das auch von außen wahrgenommen wird und letztlich die Gesellschaft verbessert und hier zur Versöhnung beiträgt. Wirklich sehr bemerkenswert, was so passiert, wenn Leute durch Gott verändert werden. Ja. Ganz herzlichen Dank, Michael. Das Ja. Ganz vielen war Dank mega spannend. auch für dein Interesse und auch für das Interesse von jedem, der ja, sich das anschaut. Vielen Dank. Jawohl. Gott segne dich und deine Familie und deinen Dienst im Kaukasus. Und Sie, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, seien Sie auch gesegnet und behütet und halten Sie die Ohren steif. Und dann bis bald mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, Michel. Tschüss.